Die Gemälde, die wir hier präsentieren, die stammen alle aus der Zeit, nachdem der damals berühmte Maler von Basel übergesiedelt ist, hier nach Obwalden. Und unser Konzept hat so ausgesehen, dass wir Landschaften genommen haben, die aus den verschiedenen Gegenden und Räumen aus Obwalden stammen. Das Spannende ist jetzt aber gewesen, und daran haben wir jetzt ein Jahr lang gearbeitet, wir wollten ja nicht einfach eine Ausstellung mit seinen Gemälden machen, sondern wir wollten wirklich einen Dialog machen. Und dieser Dialog sieht folgendermaßen aus. Wir haben die Kamera genommen und haben die Standorte, von denen aus der Künstler damals gemalt hat, vor ungefähr 100 Jahren, die haben wir wieder aufgesucht. Gemälde zum Beispiel hier vor Ort. Es ist die Rüti Alp. Im Hintergrund haben wir Wiederfeld und dann das Mühnalbhorn. Als junger Mann ist er im Winter, wenn man sich vorstellt mit seiner Skiausrüstung, ist er da alles hinauf über den Buckel und auf die andere Seite marschiert. Und das ist ja sehr gefährlich. Emil Schiel war ein Maler, der 1870 in Basel geboren wurde und 1958 in Kerns gestorben ist. Hier in Kerns, also die Nachbargemeinde im Kanton Obwalden.